Alter. Oh, jetzt habe ich sie gesehen, jetzt habe ich sie gesehen. Oh. Wir müssen hier, hier, hier. Oh! Wo bist du? Übel. Hallöchen ihr da draußen und willkommen zu einer Runde Battlefield 4 mit dem Zander. Leider ist bei mir beim Anfang des Videos fehlt die Hälfte, aber keine Sorge, in dem Moment, wo ich ins Spiel reinsteige, wo der Ladebildschirm zu Ende ist, läuft es, seht ihr ja auch jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß und ich würde mich über eine positive Bewertung trotzdem freuen. Haut darin. Ich anscheißen können. Bist du immer noch im Ladebildschirm? Nee, ich joine jetzt hier in einem, was hast du denn da, Panzerchen? Ja. Ich sitze drin hier. Ja, pass auf, ich kann nicht wirklich links rechts gucken. Das heißt, du musst auf jeden Fall. Kannst du auch fahren oder nur zocken? Schnauze. Ja. Okay. Ja, Fahrzeug. Fahrzeug. Ja, warte. Oh, raus, einfach weg, einfach raus. Bist du raus? Alter, ich bin Sani. Hab einen getötet. Ich hab da ein Medikit. Ja, sauber, sehr schön. Gut gemacht, Alibi. Der Panzer kommt zu uns. Hör's auf dich. Auf. Ja, egal, ich bin auf der anderen Seite gegangen. Da oben ist einer. Nein! Was? Ja, da liegt ein Sniper mitten auf der Straße! Mitten auf der Straße liegt er! Ja, sag ich doch! Ich hab den noch markiert, Alter. Ach so, lol. Nee, das war ein anderer Typ, den du markiert hast. Nee. Und jetzt hat mich vom Dach einer erschossen. Da oben stehen einfach drei Leute rum. Die Gammler. Ohne Witz. Die Waffe, die ich habe, ist richtig scheiße. Ich muss die erstmal anpassen. Was kann man denn jetzt hier so machen? Pionier, wir machen erstmal Pionier. Und, oh, wir haben nur so Ranzwaffen, ne? Ohne Witz. Waffe anpassen, was geht denn hier so? Okay, Waffe drehen, ja, bla, bla, bla. Sehr schön, Rotpunktvisier, offene Visier, bla, bla, Laservisier. Das Kompensator machen wir an. Und, ja, läuft. Ich kann überhaupt nichts auswählen, also man muss wirklich viel freispielen. Ich hole mir nochmal einen Panzer. Das Haus möchtest hier du mit, möchtest du mitfahren oder bist du schon drin? Oh, ich steuere den Heli, das kann nicht gut enden. Warte, ich. Der Rotor ist offline, der Rotor ist offline. Und ich bin tot. Ja, sehr gut, dann kannst du bei mir nachjoinen. Ich brauche nämlich nur einen Beifahrer hier im Panzer. Ich brauche aber einen, der ein bisschen die Augen aufhält. Das heißt, du musst auf jeden Fall gucken, dass du irgendwie. Alter, was für eine Eskalation. Wir sind am Verlieren, ne? Nur mal so nebenbei. Also, ja, da räumen wir da auf. Wir müssen versuchen, jetzt C einzunehmen. 30 Tickets und er heult und wir verlieren. Ja, nein, also es geht schon in eine nicht so tolle Richtung für uns. Kommt man hier drüber? Oh, komm schon. Ich hätte auch ja runterfahren können, aber. Ja, ist egal, scheiß drauf. Wären wir schneller rüber gewesen. Ja, läuft doch. Also jetzt gucken wir mal, was wir A ein bisschen aufräumen können hier. Wo sind die haben wir jetzt? Ja, die kommen. Du musst auf die Dächer achten, Alter. Auf den Dächern sitzen voll oft welche von den Jungos. Ich finde diesen Fernseher hier vorne so cool. Ja, muss man reinschießen. Passiert dann was? Oh. Okay, gucken. Und immer aufpassen. Ich habe keinen Bock, dass hier gleich jetzt einer von links kommt und uns ein bisschen C4 an den Panzer backt. Da ist einer gewesen. Oder war das Papier? Das war, glaube ich, Papier. Okay, wir nehmen einen. Jetzt musst du immer schön rumgucken, was hier so abgeht. Und auf die Dächer achten. Jo. Aber wie ruhig das gerade ist, das gefällt mir gar nicht. Nee, mir auch nicht. Ändert sich jetzt gleich. Pass auf. Nicht? Nicht schießen, dann krieg ich Angst. Dann zuckt mein Hoden immer. Das ist kein gutes Zeichen. Jetzt hau mal rein hier. Ah, da unten ja, aber, wo kam der denn her? Ja, wie du nicht aufpasst. Ja, ich hab mir die ganze Zeit geguckt. Auf einmal läuft einer von unserem Panzer weg. Wo kam der ja, her, bitte? Toll. Early Boy, du bist wieder schuld. Toll, Early. Alter, ohne Scheiß, das ist immer das gleiche mit dir, du Kackklappen. Lass mal A joinen, lass mal A joinen. Ja, bin schon da. Okay, oh, scheiße, da kommt Panzer. Aber ich habe Panzerfaust. Pass auf. Ich habe auch Panzerfaust. Komm schon, wo ist der Panzer? Markieren. Warte. Ja, wie er mega geleckt hat. Ah, lol, ich hab so eine Rakete zu verfolgen. Ja, getroffen, Fahrzeug. Und nochmal ist er weg. Ja, oh scheiße, der schießt. Er ist weg. Kann nichts machen. Ist er kaputt? Ich stehe noch Beschuss vom Sniper. Ja, kann ich jetzt nichts machen. Wir müssen nach A. Markieren. Lass einmal einnehmen. Weißt du, wo der ist? Weißt du, wo der ist? Irgendwo hinter mir. Oder das ist Teammate. Ah, oben auf dem Dach! Wo? Ich bin unten in der U-Bahn drin. Alles klar, wir haben A eingenommen.
Wie er da ganz oben auf dem Hof hoch raus. Ja, das sind halt die... Oh, ich habe einen Karabiner gekriegt, sehr geil. Das heißt, ich werde auf jeden Fall gleich mit dem Pionier erstmal meine Waffe wechseln. Wo bist du denn jetzt? Ja, sei sauer, zerstör alles. Oh, und noch eine Waffe. Unten, Mensch. Ja, ich bin jetzt unten. Ja, ich bin jetzt wieder hochgelaufen. Ja, musst du aufpassen. Ich habe den Sniper markiert. Wo bist du denn? Wir müssen... warte, ich sehe dich doch. Hier. Wollen wir den holen? Der ist hier oben, ist der. Wo ist der denn? Ja, da hinten. Da schießen gerade alle hoch. Ja, und dann werden die... Dach daneben. Lass mal hier lang gehen. Ich kenne die Map auch noch nicht so gut. Wo ich weiß, hier? Das ist die Beta-Map und so. Oh, oh, Alter! Das hat geknallt. Hier ist da ein Aufzug. Eine warte auf mich, ich komm. Da müssen wir jetzt, muss jetzt nur noch so geile Aufzugmusik kommen. Komm. Das haben wir gerade eben noch geschafft. Ich habe einfach mal E gedrückt. Alter, du bist echt so ein Verstrahlten. Du siehst genau... Okay, Alter! Oh, das war der Sniper! Das war der Sniper! Da ist noch einer! Oh, Scheiße, ich hab sie beide. Nice, ich spawn gleich mal bei dir. Ich hab sie beide gekriegt, aber du bist tot. Lappen. In einer Sekunde bin ich wieder da. Du Wurst! Ich geb dir live Wurst hier, ich geb dir live eine Wurst ins Gesicht, Mensch. Ey, da unten. Toll, jetzt hab ich gerade meine Bang-Klasse weggemacht. Ich kann mit dem Granatwerfer draufballern. Komm, ja, komm, flieg noch höher. Oh, das war knapp. Den kriegen wir so nicht. Hast du Munition? Deckung! Komm in den Aufzug! Ich bin jetzt gerade unter dem Ding hier. Eigennutz! Komm doch mal jetzt in den Aufzug rein! Ich hab Angst! Early Boy, komm in den Aufzug rein! Ich halt drauf! Geh weg! Oh nein, ich bin tot! Flieg weg! Fahr weg! Ich hau mit dem Aufzug ab. Ja, dass du einfach vom Dach springst, ne? Safe. Ja, weil ich im Aufzug vielleicht viel sicherer bin? Ich kann durch deine Kamera gucken, kann sehen, was du tust. Ich bin unten. Er läuft. Alles gut. Er läuft durch die Tür. Guck mal, hier kann ich Moon abholen. Er läuft nach draußen. Er schaut sich um. Er springt durchs Fenster nach unten. Boah, ich bin tot. Einsatzpunkt verloren. Scheiße. Nein, da ist ein Panzer gewesen. Ich wollte Moon holen. Weil ich hatte keine Panzerfaust-Dingens mehr. Wo ist denn der scheiß Panzer? Okay, geil. Boah, geil. Ich wurde wiederbelebt. Oh, ich bin schon wieder tot. Scheißdreck. Ich bin aber auch richtig... du hast 1 zu 5, Alter. Oh mein Gott. Early Boy, was ist los mit dir? Ja, Battlefield war nie so meine Stärke. Ja, das zumindest wird noch auf kommen. Großen Maps. Das wird noch kommen. Das nee, also auf kleinen Maps ist easy going, aber auf großen Maps, da verrecke ich einfach. Du bist ein Call of Duty Spieler, ne? Steht, glaube ich, auch... Ja, blablabla. Sniper auf dem Dach. Nein. Oh, verdammte Scheiße, Mann. Das war ein Jeep. Okay, ich muss echt mehr aufpassen. Ich muss mich wieder ein bisschen an Battlefield gewöhnen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Könnt ruhig Noob drunter schreiben. Aber scheißegal. Es macht einfach nur Spaß und ich hoffe, wir können euch hier so ein bisschen unterhalten. Und wir werden dann in Livestreams auch mal öfter mal wieder zusammenspielen und sowas. Und ich werde auch auf Facebook dann mal teilen, wenn ich posten, wenn ich mal wieder ein paar Aufnahmen machen möchte. Da oben ist ein Sniper. Wo? Da oben rechts auf dem Dach. Warte, da wo ich hingucke jetzt. Da oben. Da ist er wieder. Er ist markiert. Okay, ich wurde getroffen. Ich auch. Da ist ein Fahrzeug. Ich bin tot. Ah lol, da hinten ist das scheiß Fahrzeug. Embram. Ich hab das Fahrzeug getroffen. Er ist ausgestiegen. Da sitzt keiner mehr drin. Scheiße, das ist ein Scharfschütze, glaube ich. Warte. Und ich bin bei dir. Ja, aber warte, Alter, ich werde von allen Richtungen hier beschossen. Okay, ich habe jetzt mal RPG dahin geschossen, aber beziehungsweise nicht ein RPG. Ich muss abtauchen. Wir müssen unter Tage gehen hier. Geht sonst nicht. Und ihr Mann, hier sind einfach 2 Leute um die Ecke. Scharfschütze, die kommen. Scharfschütze, boah, war das knapp. Also wollen wir Diamantenfarm gehen oder was? Komm mir nicht klar, der Scharfschütze, der... Scheiße, ich konnte nichts machen. Wir lernen immer woanders spawnen als bei A. Nein, aber das ist doch am meisten umkämpft. Das ist doch gut, wenn wir da ein bisschen, wir sind ja gut am Gewinnen. Ich habe 1 zu 8! Ja, aber meine Stats interessieren mich nicht. Das ist ja gerade der Unterschied. C wird gerade eingenommen. Mich interessieren meine Stats bei Battlefield nie. Aber A wird gerade eingenommen. Und ja, im Endeffekt habe ich... Da läuft doch einer, Mensch! Wie ich dir den Arsch gerettet habe. Boah, Alter, hast du aber richtig. Okay, komm, wir müssen hier irgendwie unterfangen gehen. Nein, ich bin runtergefallen. Ja, ich gehe, das bringt nichts. Lass mal versuchen, auf das eine Gebäude drauf zu kommen. Oder der wurde abgesetzt. Da, wo wir eben waren? Nee, da wo der Scharfschütze drauf sitzt. Ich guck mal, ob man da irgendwie hoch kann.
Hey, ich bin tot. Da ist es schon wieder ein Panzer. Woher kommen die denn immer? Oh, ich dachte, das wäre ein Teammate. Ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl, dass die Panzer auf einmal aus dem Nichts kommen. Da gehen gerade 4 Leute nach unten zu A. A ist weg. Lass nach B gehen, lass nach B gehen. Wir können besser C einnehmen. Hä, lass nach B gehen? Achso, jetzt verstehe ich, was du meinst. Wo bist du denn jetzt? Da hinten ist er. Scheiße, nicht getroffen. Komm schon. Gute Nacht! Hassen? Ne, aber der ist abgestürzt. Hey! Alter! Der Typ hat mich gerade fast da draußen gezogen. Oh, danke! Okay, warte mal, wir müssen aber wo ganz anders hin, Alter. Ja, nach C. Ja, wie du auf der falschen Seite rausgesprungen bist. Nö. Ich flieg gerade nach C. Ich hoffe zumindest, okay, dass es C ist. Lass versuchen, auf dem Dach zu landen da. Das klappt. Mit W wirst du schneller, ne? Oh, pff, grad noch so geschafft. Willst du denn ganz hin? Schaffst du es auch mal? Hallo? Okay, ich bin da. Lass die Fahrstuhl nehmen. Oh, der ist gerade angekommen. Oh, du hast einen geileren Helm an jetzt. Sehr schön siehst du aus, Alter. Was geht hier? Draußen ist Geschuss. Ich weiß auch nicht. Einen von beiden Seiten geht auf. Hinten ist Action. Da, boah, hier ist eine Mülltonne, die im Weg steht. Geht klar? Weiß es nicht. Herzlich willkommen bei McDonald's. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Okay, ich glaube. Oh, warte mal. Da rechts. Der geht rüber. Klar. Rücke vor. Ja, scheint aber alles safe zu sein. Die sind ja, glaube ich, auf der anderen Seite. Auf der Minimap sieht man das. Was? Aber wir haben ja C schon. Was hat da einer, Mensch? Versuch jetzt mal irgendwie hinterher zu laufen. Oh, hier ist ein Fahrzeug gespawnt. Ja? Füll dich ab. Da oben ist ein Heli. Oh, Alter. Oh, jetzt hab ich sie gesehen, jetzt hab ich sie gesehen. Oh. Hier. Da. Oh. Wo bist du? Übel. Okay, komm, gib Gas. Gib Gummi. Drück mal da links auf den Knopf. Das geht nicht. Okay. Hör auf zu hupen, Alter. Ich werd wahnsinnig. Ich erschieß dich sonst. Early Boy. Richtig, oh, ätzend. Das schöne Gebäude. Ja, hier kannst du nicht mehr lang. Da ist irgendwie was umgekippt. Glas. Okay. Ja, für den Arsch. Warte, ich kann reparieren. Bleib drin. Das ist im Arsch, das Ding. Da kannst du nichts mehr reparieren. Ich kann noch reparieren, doch. Da kannst du nichts mehr reparieren, Mann. Das Ding ist im Arsch. Das ist voll in den Arsch getroffen. Das ist ein Heli. Du kannst das noch reparieren, Early Boy. Hinter uns haben Panzer. Ja, die Klappe ist hinten doch weggeflogen. Ja, aber du kannst es trotzdem reparieren. Mensch, du bist tot. Irgendwie. Ja, ich bin tot, weil das ein Heli war, den ich gar nicht gesehen hatte. Okay, also knapp wird es definitiv nicht mehr. Wir haben 199 zu 22, also wir gewinnen die Runde auf jeden Fall eigentlich. Aber wir können ja trotzdem gucken, dass wir uns nicht komplett blamieren mit 3 zu 9 und, oh, 2 zu 10. Sehr gut. Wir sind die richtigen Oberpros, meine Freunde. Ja, aber ich kann sagen, Alter, lernt mal Skill hier von uns. Könnt euch was abgucken, Mensch. Aber es wird sich noch ändern. Und man muss dazu auch sagen, wir spielen gerade mit den ganzen Hardcore-Leuten, weil wir einfach 3 Uhr nachts aufnehmen gerade. 3 Uhr nachts? Also, meinst 4 Uhr nachts? Ne, 3 Uhr nachts. 3 Uhr nachts. Ja, ich weiß, du wohnst ja in einer anderen Zeitzone und so. Ja. Hier ist irgendwo der Heli noch. Scheiße. Boah, Alter, wie ich. Ohne Witz, wie ich einfach gar nicht so auf klarkomme, auf die Entfernung zu schießen. Warst du Medic? Nein. Alter, ich wurde von 4 Snipern gerade belagert. Ja, hier ist alles voll. Da ich habe das Bing, Gefühl, Bing, dass Bing, die Bing. Irgendwie alle Scharfschützenaufsätze drauf haben, weil die einfach auf Distanz alle immer mega gut schießen. Ich wollte übrigens eine andere Waffe nehmen, weil ich meine ziemlich scheiße finde. Ich finde meine gay. Aber okay. Wenigstens gewinnen wir die Runde noch. Gay. Wollen wir so eine Runde abschießen hier. Okay, das war die erste Aufnahme Battlefield 4, episch und heroisch, wie man sich es kaum vorstellen kann, meine Freunde. Mit dem Mega-Score. Also genau, Early Boy und ich, wir haben uns mal wieder bewiesen, dass wir die richtigen Vollpros sind, nicht? Definitiv.
Okay, trotzdem hoffen wir, dass es euch irgendwie Spaß gemacht hat. Ich habe jetzt übrigens ein paar Waffen freigeschaltet, wie ich gerade hier sehe. Ich kann euch mal die Endstatistik zeigen. 3 zu 10 und 2 zu 11 beim Early Boy. Läuft bei uns auf jeden Fall. Und ja, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Und wir hoffen, dass ihr in Zukunft Bock habt, mehr Battlefield-Projekte zu sehen. Ich habe da so ein paar Ideen, was man machen könnte. Das werde ich mit dem Early Boy auch mal in Zukunft besprechen. Mal gucken, ob wir das fest einbauen können. Und ja, wenn euch das Spaß gemacht hat und ihr eventuell irgendwelche Ideen habt, was man so im Battlefield mal machen könnte, dann schreibt das bitte unten in die Kommentare rein. Ansonsten würden wir beide uns natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Early Boys Sicht findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung und damit würde ich sagen, sind wir raus und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein. Tschö. Tschüss.